Unge mit anderer Bewaldung, Behausung und 10.000 Schafe. Oh, was sehen wir da? Kürbisköpfe. Ich weiß auch nicht, wo wir hier gelandet sind. Ist mir jetzt egal, wir werden unsere Behausung schon irgendwann wiederfinden. Aber jetzt sorgen wir erstmal für eine friedliche, geruhsame Nacht. Ja, ich nehme lieber mein Schwert. Ho! Ho! Yo, ho, ho! So. Dieser See kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, aber hier war ich nicht wirklich. Es ist scheinbar so üblich, diese Seen hier mitten auf Land zu produzieren. So, mal schauen. Von hier bin ich dann auch gekommen. Hier gehen wir noch eine Insel. Super Sache. Jawohl. Naja, wir schaufeln uns jetzt mal etwas hier. Erde. Jetzt ist die Schaufel auch noch kaputt. Naja, mehr als 5 Erde werden wir sowieso nicht brauchen für die Nacht. Gute Nacht. Guten Abend, gute Nacht. Ja, noch ein bisschen hiervon. So, abgeholzt nochmal. Plopp. Nicht in der Tiefe verschwinden. Immer zu mir. Du bist an Land, du freust dich noch deines gesunden Lebens. Hey, du musst doch vor mir nicht weglaufen, mein kleines Schäfchen. So, das heißt ja fast schon Neuanfang hier. Ist ja unglaublich. Hm. Naja. Ist ja eigentlich ganz nett hier, ne? Gut, wir sind im Besitz von etwas Holz, von etwas Stein. So, und wir machen uns jetzt einfach mal eine kleine Zwischenbehausung. Ich muss jetzt nur noch genau gucken, wo. Ah, es könnte natürlich sein, dass dort drüben, in den Sümpfen, in den tiefen Sümpfen, in den Wastelands, was mache ich denn jetzt hier? Ich bleib einfach mal hier. Ich muss doch nochmal hier drauf gucken, sonst komme ich ganz durcheinander. Ja, in diese Richtung war das. Alles klar. Ich laufe jetzt erstmal kurz diese Richtung. Ha! Mein Schärchen. Habe erst 33 Wolle. Hui! Hui, hui! Noch Kohle? Ja, ein bisschen was. Kann ja nie schaden, noch mehr zu haben als ein bisschen was. Was mehr Kohle. Hey, der Witzka, wo wollte ich denn jetzt hin? Ach, ich lasse mich immer wieder fehlleiten. Ja, das ist schon die richtige Richtung. Ui. Wie gesagt, wir werden da schon hinkriegen. Wir werden nach Hause finden. Der Weg nach Hause ist weit. Und dunkel und schwer zu finden. Und ja, es ruckelt mal wieder. Trotzdem. Schlapp.
Mann, so viele Sheeps. You are dirty Sheeps. Was haben wir denn? Samen brauche ich nicht, Ei brauche ich nicht. Ja gut, da müssen wir jetzt rumlaufen. Ich sammle lieber mal ein bisschen Schaffell. Und zwar hier. Du stehst da nicht umsonst. Du möchtest geschoren werden. Ach, die ganze Schaffell. Wie schön. So, hier waren wir ja vorhin schon. Heide Witzka mit Anlauf. Geschoren. Ja, da ist nichts mehr. Halt. So ist brav. Hey Jamie. Nein, das muss nicht sein. Wir machen direkt das nächste Lied. So. Schön mit einem Tastenkürzelbefehl, wie es sich gehört. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Rande. Popande. Popo. Und damit wir jetzt im Wasser nicht großartig schlecht aussehen, mache ich uns jetzt direkt nochmal ein Bötchen. Mit Pfötchen. Wir müssen tatsächlich doch noch länger hier verbringen. So, und in diese Richtung. Ja, genau hier hin. So. Schauen wir doch mal, wo uns der Weg hinführt. Er sollte uns ungefähr in die richtige Richtung führen. Mann, ist das schwierig, wenn man sich verfranst. Eine Karte wäre super gewesen. Ich habe mir noch keine Karte gemacht, fällt mir da ein. Dafür ist eine Karte mal richtig gut. Übrigens geht die Sonne gerade wieder unter. Naja, ganz so dolle dürfte das jetzt nicht sein. Na, dann kommen wieder unsere schwarzen Freunde. Und Tintenfisch. Wir könnten uns ja häuslich auf dieser klitzekleinen Insel hier niederlassen. Ich guck einfach nochmal. Ach, das sieht so doof aus. Irgendwas passt hier nicht. Ach, wisst ihr was? Ich lasse mich einfach auf dieser Insel jetzt nieder. Die Nacht bricht nämlich herein. Ich baue uns einfach eine Ruckzuckbehausung. Ja, eine Ruckzuckbehausung besteht aus 5 Erde. Ich sollte vorher allerdings ein Bett errichten. So, ein Bett, 5 Erde. Und dann machen wir Folgendes. Eins, hallo. 1, 2, 3, 4, 5. So, das Bett wird dort aufgestellt. Und dann gehe ich schlafen. Schöne gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Suche nach der Heimat.